In diesem Video stelle ich euch die Kaffeemaschine vor, die ich im Rahmen meiner Diplomarbeit umgebaut habe. Hier haben wir das Dashboard. Ihr seht hier den Temperaturverlauf. Momentan die Temperatur vom Boiler bei 39 Grad. Jetzt werden wir die Kaffeemaschine mal anlassen. Hey Siri, Kaffeemaschine ein. Im Moment schaltet die WLAN-Steckdose über das Heimnetzwerk. Die Kaffeemaschine wärmt sich auf. In der Zwischenzeit schauen wir schnell die Komponenten an. Hier haben wir auf der einen Seite das Relaisboard mit dem aufgesteckten Arduino. Hinten haben wir das Offline-Zeitmodul. Kann ich das schnell zeigen. Wenn ich hier auf die Taste drücke, geht der Countdown los. Die Zeit zählt runter. Kaffee kann bezogen werden. Hier hinten haben wir noch Solid-State-Relais. Das schaltet die ganze Sache. Und hier hinten drauf haben wir die PID-Einheit, die regelt die Temperatur. In der Zwischenzeit haben wir 77 Grad. Die optimale Betriebstemperatur wäre 93 Grad. Wir warten schnell, bis die Maschine voll aufgeheizt ist und dann würde ich nachher noch schnell zwei Espresso beziehen. In dem Moment ist die Betriebstemperatur erreicht. Spannen den Sichtträger einmal aus. Puller wird eingefüllt, angepresst, wahrscheinlich schnell durchspülen. Das kann man jetzt über die Taste oder über das Dashboard machen. Einspannen, nachher über das Dashboard starten und die vordefinierte Zeit von 25 Sekunden aufhalten.